So, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich muss jetzt ausnahmsweise mal das Gespräch anfangen mit einer Frage an Sie alle. Gibt es unter Ihnen jemand, der schon Ahnung von Geld hat, der oder vielleicht Erfahrung in der Bank oder so? Gibt es da jemanden bei Ihnen? Ja, ein paar melden sich, okay. Dann passen Sie jetzt gut auf sich auf, denn wenn Sie hier sind und Ahnung mit Geld haben, dann kann es passieren, dass Sie ein paar Jahre später Vorstandsmitglied der Bundesbank sind. Denn so war es. Vor 5 Jahren hat Sabine Mauderer hier gestanden und gesessen, so wie Sie das heute tun, als Gast. Sie arbeitete damals bei einer Bank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und irgendwann kam ganz überraschend der Ruf zur Bundesbank, oder? Ja, das war für mich auch überraschend. Und wie gesagt, als ich vor 4, 5 Jahren hier als Gast war, da habe ich das auch so wie Sie hier genossen und überhaupt nicht daran gedacht, dass das hier auch mal meine Wirkstätte werden könnte. Als ich die Bundesbank kennenlernte, was zugegebenerweise im vorigen Jahrhundert war, da war das noch so eine richtige Männerbastion. Sie sind jetzt 2 Frauen im Vorstand. Werden Sie von den Kollegen nett behandelt? Also, und ich glaube, vor allem respektiert und verändert ist das Arbeiten? Also ich glaube, das sagen auch die männlichen Kollegen, dass ein gemischtes Kollegium sehr, sehr viele Vorteile hat. Ja? Also ich glaube, dass man, wenn man innerhalb des Geschlechts ist, eben anders argumentiert, zusammenarbeitet, als wenn man gemischt ist. Und sowohl die Frau Buch als auch ich, aber auch die männlichen Kollegen finden das sehr angenehm, dass wir zumindest ein Drittel Frauen sind. Ihr wichtigstes Ressort hier im Vorstand der Bundesbank heißt knapp und mit einem Wort Märkte. Ja, genau. Was verbirgt sich dahinter? Also, ob das das Wichtigste ist, ich habe ja zwei Abteilungen und das eine ist Personal, das andere ist Märkte. Märkte, ja, das im Groben können Sie sich merken, alles, was mit Finanzmärkten zu tun hat, das ist in meinem Verantwortungsbereich. Zunächst einmal verantworten wir mit meinen Kollegen zusammen die Umsetzung der Geldpolitik. Das heißt, wenn bei der EZB entschieden wird, dass den Banken für 0% eben Geld gegeben wird, dann machen meine Kollegen eben die Umsetzung dieses Beschlusses, indem sie das Geld, das Zentralbankgeld an die Banken genau zu diesem Zinssatz übergeben. Sie geben das Geld allen deutschen Geldinstituten? Genau. Oder liefern Sie auch Geld nach Holland oder in andere Länder? Nein, also dem Sektor hier. Genau. Haben Sie dabei eigentlich Spielräume bei der Umsetzung dieser Zentralbankratsbeschlüsse? Nein. Also die Zinssätze sind ja festgelegt und dementsprechend setzen wir das um. Und wenn Sie, kaufen Sie auch Staatsanleihen? Ja, also seit einigen Jahren umfasst ja die Geldpolitik nicht nur die Zinssätze, sondern eben auch das sogenannte Anleihekaufprogramm. Was macht das und was heißt das eigentlich? Das heißt, dass die Zentralbanken, also eben auch die Bundesbank, Staatsanleihen und andere Wertpapiere kauft. Und mittlerweile über doch die Jahre ist das auch eine stattliche Summe. Im Eurosystem insgesamt haben Anleihen, also Wertpapiere in Summe von 2,6 Billionen Euro. Also das ist eine sehr große Summe. 2.600 Milliarden Euro. Ja. Und wie viel davon kommen aus Deutschland? Also wir haben auf der Bundesbankbilanz über 500 Milliarden. Und müssen Sie dann mit dem Finanzminister verhandeln über die Konditionen für diese Staatspapiere oder sagt er Ihnen einfach, also so auf den Märkten kriege ich das los, da kriege ich fast noch Geld, wenn ich den Leuten anbiete, Geld an mich zu verleihen. Nein, also das... Oder können Sie entscheiden, ich nehme 10 Jahre laufende Papiere oder 30 Jahre oder 5 oder 4 oder 1? Also wir haben verschiedene Programme und der größte Anteil, der gekauft wird, das sind eben Staatsanleihen und wir erwerben die auf dem Markt. Das heißt, wir bilden den Markt ab. Das, was nach Laufzeiten und so weiter eben den Markt darstellt, das bilden wir auch so ab. Also da verhandeln wir nicht mit dem Finanzminister.
Umgekehrt ist der Finanzminister. Wir kaufen ja auch nicht, vielleicht das nochmal ganz, wir kaufen nicht auf dem Primärmarkt. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Also das heißt nicht, wenn etwas ausgegeben wird vom Staat, dass wir dann quasi die direkt kaufen. Das wäre eine Staatsfinanzierung. Ja. Sondern wir kaufen all das, was auf den Kapitalmärkten dort ist. Also wir nennen das Sekundärmarkt. Das kaufen Sie also an der Börse dann oder, ja, oder von genau. Banken direkt oder so? Ja, genau. Ich habe das heute schon vergeblich schon mal rauszufinden versucht, wenn dem EZB-System ist ja die Staatsfinanzierung verboten. Genau. So. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ja, gut. Wenn ich aber eine Bank bin und kaufe Staatsanleihen meines Landes und weiß genau, meine Zentralbank nimmt mir die gleich wieder ab, unter Umständen schon eine Woche später oder vielleicht auch einen Tag später oder eine Stunde später. Was ist das nicht eigentlich dann doch indirekt eine Staatsfinanzierung? Also und wenn nicht, Sie werden mir sagen, dass es das nicht ist natürlich, aber warum ist es dann keine Staatsfinanzierung? Also insofern, es ist eine sehr berechtigte Frage und die ist ja auch diskutiert, dass es eben Länder gibt, wo man sich vielleicht fragt, ist das nicht durch die Hintertür auch eine Staatsfinanzierung? Ich kann nur sagen, dass wir hier unterscheiden müssen und der Beschluss oder der Hintergrund, warum kaufen wir diese Staatsanleihen, das ist ja eine geldpolitische Entscheidung gewesen und insofern muss man ganz klar sagen, der Hintergrund, warum und in welchem Umfang quasi auch hier Staatsanleihen gekauft werden, das entschließt ja zum Beispiel auch keine Regierung, sondern eben die EZB mit ihren Mitgliedstaaten entscheidet, wie viel eben auch an Liquidität, also das heißt, wie viel gekauft wird. Und das machen eben die nationalen Zentralbanken bei sich zu Hause. Entschuldigung, ich irritierte Sie gerade. Ich musste grinsen, weil mein Hut da von dem Wind hinter Ihnen über die Bühne getrieben wurde. Das ist ja ein Verdacht, der zumindest in Deutschland aufgeht. Sie haben gesagt, ja, das ist ein geldpolitischer Beschluss, warum das EZB-System die Staatsanleihen kauft. Viele sagen, da guck mal, an der Spitze der EZB sitzt ein Italiener. Der italienische Staat ist hochverschuldet und hat Probleme, sich eigentlich zu finanzieren. Und eigentlich erleichtert die EZB mit ihren niedrigen Zinsen und eben auch dem Aufkaufprogramm eigentlich nur der italienischen Regierung ihren Schuldenberg immer weiter zu vergrößern. Das ist ein Verdacht oder eine Behauptung oder eine Unterstellung, die Sie in Deutschland jedenfalls ziemlich oft hören können. Ja, aber da kann ich mich nur wiederholen. Wir machen keine, also es ist ja sehr wichtig auch zu trennen zwischen einerseits der Wirtschaftspolitik und andererseits der Geldpolitik. Und die Geldpolitik wird ja nicht für einen konkreten Staat gemacht, sondern eben auch für das gesamte Eurosystem. Und insofern muss ich das von der Hand weisen, wenngleich ich auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass Sie wissen oder die meisten von Ihnen, die interessiert sind, dass die Bundesbank immer sehr skeptisch auch diesen Anleihekäufen gegenüberstand. Und insofern auch da wieder, es ist aber eine Entscheidung, die im Euroraum getroffen wird und die dann eben auch die Bundesbank bindet. Ja? Denn ich meine, wir können unterstellen, die deutschen Papiere wurden auf dem Markt auch so untergebracht, ja, ne? Wenn Sie sie nicht kaufen würden. Eigentlich ja, brauchen wir das da nicht. Da ist immer eine Nachfrage. Ja, und Sie haben ja nichts davon. Ne? Sie kriegen auch keine Zinsen da drauf, ne? Oder? Nein. Verdienen Sie was damit ein bisschen? Ja, natürlich verdienen wir auch ein bisschen was damit, aber das ist nicht der Grund. Ne? Ja. So funktioniert die Geldpolitik nicht. Das weiß ich. Okay, kommen wir zu dem zweiten Thema. Sie sind auch für das Personal zuständig. Ja. Kann man sagen, dass Sie dann sozusagen die Personalchefin der Bundesbank sind? Ja, wir nennen das Personaldezernentin. Und das heißt, dass ich für alle Mitarbeiter, die für das Thema Personal verantwortlich sind, eben die zuständige Vorständin bin und sozusagen auch eben die Personalstrategie und das, was im Bereich Personal eben für die bestehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen quasi zu entscheiden ist, aber auch eben für die wir künftig rekrutieren müssen, entscheide. So sind Sie hier als Arbeitgeber in einer Stadt, in der ja auch andere um gute Mitarbeiter buhlen. Ne? Da ist eine andere Zentralbank, die bei allem Respekt vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist und jedenfalls ein größeres Rad dreht. Da sind x Geschäftsbanken. Ich habe keine Ahnung, wie viele es insgesamt sind hier in Frankfurt. Sehr viele. Sind genug. Ne?
Und gelegentlich kann man hören, das wird wahrscheinlich auch ein böser Verdacht sein, dass so Geschäftsbanken eigentlich ganz gute Gehälter bezahlen. Wie schafft man es als Bundesbank, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben? Also als Arbeitgeber sind wir schon auch sehr attraktiv. Das merkt man daran, dass wir eben auch sehr gute Bewerbungen auch reinbekommen. Aber es ist eine legitime Frage, warum kommt jemand zur Bundesbank oder warum interessiert sich jemand für die Bundesbank? Es ist so, die Gehälter, die einige Geschäftsbanken, gerade hier in Frankfurt, auch im Zuge des Brexit wird ja zur Folge haben, dass wir auch noch weiter Bedarf an Bankmitarbeitern haben im privaten Raum. Und insofern ist es natürlich so, dass da ein Gehaltsgefüge ist, mit dem wir nicht konkurrieren. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Wo wir quasi zum Zuge kommen, warum sich Leute für uns interessieren, das sind die Aufgaben. Die Aufgaben der Bundesbank sind sehr interessant und sie sind sehr vielfältig. Also im Prinzip ist es so, dass sie ja quasi zum Wohle der Deutschen arbeiten, aber eben in einem europäischen Kontext. Das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen haben fast täglich mit Kollegen aus dem gesamten Euroraum, also mit 19 anderen Ländern zu tun. Und das macht das Umfeld sehr, sehr spannend. Ja? Und wir sind natürlich auch, was den Punkt Sicherheit, aber auch Gehaltsgefüge ist schon auch attraktiv. Und der Begriff, den meine Oma immer gebrauchte, der trifft bei Ihnen auch noch zu. Es gibt hier Bankbeamte. Ja, die Hälfte, also wir sind etwas mehr als 10.000 Mitarbeiter hier in Summe. Dabei ist es so, dass wir die Zentrale hier haben, wo wir uns heute befinden. Aber wir haben auch noch 9 Hauptverwaltungen und Filialen, noch einige mehr, über 30. Und in Summe sind das mehr als 10.000 Mitarbeiter. Und die Hälfte der Mitarbeiter, die sind rund die Hälfte, sind verbeamtet und der Rest ist im Angestelltenverhältnis. Sie haben schon die Zahl genannt, 10.000 Leute, gut grosso modo, arbeiten für Sie. Viele haben gesagt, damals als die EZB gegründet wurde und wesentliche Aufgaben der vorher nationalen Zentralbanken übernahm, ja, müssen das eigentlich noch so viele sein? Also erstmal ist ja die Zahl der Mitarbeiter auch durch die Strukturreform, nennen wir das, stark auch zurückgegangen. Jetzt haben wir um die 10.000 Mitarbeiter und die brauchen wir auch. Denn man darf nicht vergessen, zwar sind wir im Eurosystem, aber sehr, sehr der überwiegende Anteil an Aufgaben, den machen ja schon eben auch die nationalen Zentralbanken. Zum Beispiel das, was ich verantworte, die Umsetzung der Geldpolitik. Aber auch der Zahlungsverkehr, das Bargeld etc. pp. Das machen ja alles noch die nationalen Zentralbanken, ebenso wie die Bundesbank. Gibt es eigentlich einen Wechsel? Also, oder ist man, wenn man einmal bei der Bundesbank gelandet ist, immer Bundesbank? Oder gibt es auch mal einen Austausch mit der EZB oder mit Geschäftsbanken? Also wer sich, oder her? Ja, in der Regel, wer sich entscheidet, zur Bundesbank zu kommen, der geht auch nicht wieder weg. Also wir haben eine ganz, ganz niedrige Fluktuationsquote. Aber es ist schon so, dass wir auch die Mitarbeiter ermutigen und das begrüßen, wenn sie sich mal auf eine Abordnung zur EZB einlassen. Das wird auch gerne gemacht. Oder wir schicken auch mal Kollegen zur Banque de France nach Paris oder eben auch anderweitig. Insofern, das fördern wir und sind aber natürlich auch happy, wenn sie wieder zurückkommen. Wer hat denn eigentlich den schönsten Job in der Bundesbank? Den schönsten Job? Ja. Oh, also ich habe einen hervorragenden, ganz tollen Job. Aber ich glaube, das sagen mehrere von sich. Also ich glaube, wir haben hier wirklich, sehr viele haben wirklich Sie einen tollen Job. Sie haben ja auch Auslandsvertretungen. Sind die begehrt? Sie haben ja wahrscheinlich so interne Stellenausschreibungen auch. Und gibt es da bestimmte Bereiche, wo Sie sehen, da melden sich ganz viele und es gibt andere, die sind eher schwer an Mann zu bringen. Da ist man froh, wenn man 2 Bewerber hat, damit man eine Wahl hat. Nein, also wir haben natürlich einmal intern, aber wenn auch von außen junge Menschen kommen, das ist einfach, weil ja die Gesellschaft ist vielfältig und so sind unsere Aufgaben auch vielfältig. Insofern, da kann man keinen klaren Trend erkennen. Da ist eigentlich für alle was dabei und das Interesse scheint auch das zu spiegeln. Sie haben mal politiknah gearbeitet, dann haben Sie, wie ich sagte, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gearbeitet. Ist das eine andere Kultur hier? Und wenn ja, wie unterscheidet sich die Arbeit hier von denen vorher?
Also ich habe den Vorteil, dass meine Karriere im Bundesfinanzministerium begann, also in Berlin. Und das ist ein Ministerium, das heißt, da ist die Kultur sehr vergleichbar mit der Kultur der Bundesbank. Die KfW ist ja auch also eine öffentlich-rechtliche Anstalt, aber ist natürlich sehr nah auch auf dem Markt tätig. Und insofern, die Fluktuation ist auch nicht hoch, aber sie ist ein bisschen höher und man ist eben nicht verbeamtet und man ist auch mal offen, auch mal woanders hinzugehen. Und insofern haben sie dort mehr Umschlag. Und hier ist es so, sie wissen in der Regel, diesen Kollegen, diese Kollegin, die sehe ich auch in 30, vielleicht auch 35 Jahren nochmal. Und das ist auch sehr was Positives. Ja? Also insofern, beide Arbeitgeber sind attraktiv. Jetzt, da ich Personaldezernentin der Bundesbank ist, mache ich aber natürlich mehr Werbung für die Bundesbank. Ja, ist ja auch ganz logisch. Offenkundig haben Sie da vor 5 Jahren einen ganz guten Eindruck gekriegt. Ne? Sonst wäre ein Angebot nicht verlockend gewesen. Ja, oder? Also ja. Ich muss sagen, sind wir auch nur aus purer Neugierde gekommen. Wir haben gesagt, das ist ein großes Gebäude, darf man sonst nicht rein. Und was uns sehr interessiert, ist das Kinderprogramm. Und das ist ja nach wie vor sehr gut. Ich habe selber 2 Kinder und es ist uns auch als Bundesbank auch heute wichtig, dass die ganze Familie quasi sieht, was wir hier tun, wie wir hier aktiv sind. Und ich glaube, das ist ein wahnlohnendes Programm, ist heute auch so. Das hat Sie damals nicht der Goldraum gereizt? Nee. Ehrlich gesagt, man weiß auch nichts damit anzufangen. Ne? Ich hab immer gedacht, wenn man da die Goldbarren liegen sieht, also den Glamour verlieren die. Der Glamour ist erst da, wenn die zu Schmuck verarbeitet werden. Aber so sehen sie aus wie irgendwie Backsteine. Da hat, glaube ich, jeder eine andere Auffassung. Was bedeutet Gold für mich? Für die Bundesbürger ist Gold sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch sehr große Goldreserven. In Summe können Sie an der Bankbilanz auch ablesen, von 120 Milliarden Goldreserven. Also es ist eine ganz hohe Summe und werden die Hälfte auch hier in Deutschland, hier in Frankfurt gelagert und an 2 weiteren Außenstellen den Rest. Ja. Insofern für die Deutschen ist es traditionell sehr, sehr wichtig, aber wie sehr wichtig oder wie man sich da angezogen fühlt von dem Gold, ich glaube, das ist individuell ganz persönlich. Ich danke Ihnen herzlich. Wir sind schon am Ende. Oh, okay. Ja, es geht ruckzuck vorbei. Und die Pause wird auch nicht sehr lang sein, was mich betrifft, nicht was Sie betrifft. Schon in 10 Minuten haben wir das nächste Interview dann mit Joachim Würmeling, ebenfalls Vorstandsmitglied der Bundesbank und auch ein ehemaliger Europaparlamentarier übrigens. Und dann geht's weiter. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.